Ja, vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Individualisierung, individualisierte Trainingssteuerung ist natürlich klassisch ein Gegenstand der Trainingswissenschaft primär. Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, was wir jetzt in den letzten Jahren eigentlich gemacht haben in unserer Arbeitsgruppe, die einzige, die da ist, ist Astrid Schobring, die mittlerweile in Göteborg ist. Wenn man sich mit der Literatur auseinandersetzt, fällt relativ schnell auf, dass im Grunde in all diesen Analysen die Lebenswelt der Athleten weitgehend ausgeklammert wird. Wenn wir jetzt Forschungen angucken zu dem Thema, zeigt sich aber auch immer mehr, dass Lebenswelt, individuelle Lebenswelt des Athleten und die Passung seiner Lebenswelt zu Spitzensporterwartungen eine ganz entscheidende Rolle spielen für den spitzensportlichen Erfolg, für den langfristigen Erfolg. Wenn wir die bisherigen Studien zu dem Thema, ich fasse mal ein paar zusammen, angucken, dann sagen immer mehr Studien, zum Beispiel, es ist wichtig, dass die Peers, also die Gleichaltrigen, irgendwie mitspielen, dass die jungen Athleten überhaupt bereit sind, sich an talentfördernden Maßnahmen zu beteiligen in der ersten Phase. Der Erfolg und Status des Trainers hängt davon ab, in welchem Maße es ihm gelingt, das Vertrauen seiner Athleten zu gewinnen. Und es wird immer mehr auch geschrieben, vor allem im amerikanischen Bereich, dass die soziale und kulturelle Sensibilität des Trainers ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist. Und das sind alles Themen, die natürlich jetzt nicht primär in der trainingswissenschaftlichen Literatur auftauchen. Allerdings, wenn wir jetzt die soziologische oder ich spreche mal von einer sozialpsychologische und soziologische Literatur zum Thema anschauen, sehen wir, dass die Individualisierung, dieser Terminus Individualisierung eigentlich gar nicht explizit genannt wird. Und es gibt auch keine Konzepte, die irgendwie sagen, welche Relevanz hat Individualisierung überhaupt aus dieser Perspektive. Und es fängt schon damit an, dass gar nicht klar ist, was heißt eigentlich Individualisierung aus dieser Perspektive. Wir wissen es, gestern habe ich es in der Medizin gehört, da war es eine klare, also du hast es sehr gut definiert, bei uns ist es relativ unklar. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen Exkurs und gehe darauf ein, was heißt eigentlich für den Athleten und insgesamt für die Gesellschaft Individualisierung, wenn man die Gesellschaft anschaut. Und hier muss ich zunächst mal zurückgehen auf den Meister der Individualisierungstheorie Ulrich Beck, der leider vor kurzem verstorben ist. Und der war ja der Erste, der beobachtet hat in unserer Gesellschaft, dass die Modernisierung der Gesellschaft zu einem Individualisierungsprozess führt. Und zwar, wenn wir unsere Eltern betrachten, gab es Standardlebensläufe. Also man ist im Grunde groß geworden, beispielsweise in einer Arztfamilie, in einer Lehrerfamilie oder in einer Maurerfamilie und wurde im Grunde das, was der Vater schon mal war. Und der Lebenslauf war vorbestimmt. Und zunehmend über die 68er Generation, den 70er Jahren, wurde das zunehmend brüchig und Individualität wurde zunehmend relevant als eine biografiesteuernde, als ein biografiesteuernder Faktor. Also es wurde auch immer mehr von den Leuten erwartet, ihr müsst im Grunde euer Ich, euch selbst, über Selbsterfahrung oder was auch immer, entwickeln. Es ist wichtig, das aus euch zu machen, was in euch drinsteckt, also alles aus euch rauszuholen. Und interessanterweise, das war in den ersten Jahren noch so ein typisches Phänomen der, sagen wir mal, Akademikerschicht, aber Ulrich Beck hat beobachtet, dass im Laufe der 80er, 90er Jahre das tatsächlich die Gesamtbevölkerung betroffen hat. Und damit verbunden wurden zunehmend klassische Rollenverteilungen, Mann, Frau, die Identität von sozialen Schichten, also Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht, zunehmend brüchig. Und im Grunde für alle Menschen galt das Paradigma, jeder kann sozial aufsteigen. Was natürlich für das Individuum auch eine Verpflichtung bedeutet. Wenn wir jetzt weiter gucken, dann gab es ganz interessante Forschungen, die genau an diese These angeschlossen haben. Beispielsweise hat Zeyer in Anfang der 90er Jahre beobachtet, dass sich bei den Heranwachsenden aufgrund dieser Individualisierung die Lebenswelt immer mehr verinselt. Beispielsweise Individualisierung führt automatisch zu einer Differenzierung der Lebensräume. Und sie hat beobachtet, im Gegensatz zu früher, wo quasi man hat auf der Straße gespielt, waren Straßenfußballer und so weiter, man war verwachsen mit unterschiedlichen Lebensräumen, gab es plötzlich eine Verinselung. Ich gehe zum Sportverein hier, meine Schule ist da, es gibt Zentralisierung von Schulen. Ich bin immer mehr darauf angewiesen, zum Beispiel, dass die Erwachsenen mich fahren. Ich muss von einer Lebenswelt zur anderen und das mehrmals am Tag. Und die Lebenszusammenhänge, beispielsweise Schule und Verein, haben keinen direkten Bezug mehr zueinander. Was sie auch beobachtet hat, schon bereits in der Zeit, dass aufgrund dieser Verinselung klassische Sozialbeziehungen, wie zum Beispiel Freundschaften mit Peers,
also mit Gleichaltrigen, immer mehr erschwert wurden, weil ich ja auch rausgerissen werde aus dem, ich bin in der Schule, habe da meine Freunde, muss aber ins Training, kann mit den Freunden nachmittags nichts mehr machen. Und was dazu führt, dass dieses Verwachsen, also dieses ideelle Verwachsen mit diesen Lebensräumen auch immer schwieriger wird. Jetzt im Zuge dieser Individualisierung wurde dann ein ganz interessanter Punkt beobachtet, der heute eigentlich noch viel extremer gilt, nämlich dass aufgrund dieser Individualisierung, dieser Idee, jeder kann oder muss sogar sozial aufsteigen, indem er sich selber bildet, dass dadurch die gesamte Lebensführung immer mehr pädagogisiert wurde, nämlich sie wurde immer mehr methodisiert, systematisiert und immer mehr kontrolliert. Im Grunde Eltern, und ich weiß nicht, wer von Ihnen Eltern ist, viele wahrscheinlich, man überlegt immer mehr, was muss ich eigentlich beachten, dass mein Kind tatsächlich das Optimale im Leben kriegt. Und so ab der 80er, 90er Jahre fing es tatsächlich an, dass Eltern immer mehr versucht haben zu antizipieren, auf was muss ich alles achten, was ist an der Bildung meiner Kinder wichtig, welche Bewegung muss er haben und so weiter. Und das quasi aufgrund der gesellschaftlichen Idee, dass die Qualifikationschancen und die Chancenverteilung aufgrund der knappen Verteilung von Chancen immer schwieriger wird, dass man auch immer mehr darauf achten muss, wie ich mein Kind quasi, negativ könnte man sagen, dressiere, alltagssprachlich könnte man sagen, dass ich mein Kind bilde und quasi das meiste raushole, was in meinem Kind steckt. Was dazu führt, wenn man jetzt die ersten 10 Jahre des 21. Jahrhunderts anschaut, dass das Mittelmaß immer mehr pathologisiert wurde. Also Mittelmaß ist heutzutage in vielen Schulen, wenn Sie Schulen angucken, im Grunde schlecht. Jeder ist ein potenziell Hochbegabter. Bei uns in Tübingen gibt es Hochbegabtenklassen. Die Bewerberliste für Hochbegabtenklassen ist riesig. Also im Grunde wurde fast alle Eltern, die irgendwie so eine pädagogische und Bildungsaspiration haben, würden gerne ihr Kind in eine Hochbegabtenklasse stecken. Das heißt, Hochbegabung wird der Normalfall, Mittelmaß ist quasi schon möglicherweise zukünftig behandlungsnotwendig. Es gibt jetzt eine ganz interessante neue Arbeit von Stefan Valentin, der diese Entwicklung zusammenfasst. Und der sagt, im Grunde haben wir heute das Problem, dass über diese gesamte Zeit, diesen Prozess der Individualisierung, der hat dazu geführt, dass letztendlich Kleinkinder zu sogenannten Ichlingen erzogen werden. Und das hat er besonders beobachtet bei späten Eltern, also Eltern, die Spätkinder kriegen, die wenig Kinder haben und die eine hohe formale Bildung haben, dass die dazu tendieren, dass sie absolut alles fokussieren auf die Entwicklung ihres Kindes. Und das Interessante, er hat dann auch die Erziehungskonzepte angeschaut und ihm ist aufgefallen, wenn man die Erziehungskonzepte anschaut, dann geht es vor allem darum, dass das Kind lernt, selbstbestimmt zu handeln. Und es geht darum, dass das Kind seine Bedürfnisse erkennt und dass er in der Lage ist zu sagen, was will eigentlich ich, was brauche ich? Und dann natürlich die Erziehung auch darauf abgestellt wird, genau dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ich habe selber Kinder, 8, 12, 15 und als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, ja, im Grunde ist es so, auch wenn man es selber überhaupt nicht will. Aber man fokussiert tatsächlich die Erziehungskonzepte auch in den Kitas, auch in den Reformschulen, ist tatsächlich, wenn man die Erziehungsziele priorisiert, dann sieht man, das persönliche Glück, das Fortkommen des Kindes sind ganz oben. Im Gegensatz dazu stehen quasi klassische Werte wie Respekt, Höflichkeit, Gehorsam, Durchhaltevermögen auf der Erziehungsagenda der deutschen Mittelschichtsfamilien und Kitas eher weiter unten. Also sie sind nicht total unwichtig, aber sie stehen in der Priorität relativ weit hinten. Die Folge, so sagt Stefan Valentin, die absolute Aufmerksamkeit und Zuwendung durch die Erziehungsperson wird vom Kind vorausgesetzt. Das heißt nicht, toll Papa oder Mama, dass du dich heute um mich kümmerst, sondern darüber wird überhaupt nicht nachgedacht, sondern es ist einfach so. Die Kinder lernen zu Hause und in der Kita, ich stehe im Mittelpunkt und damit Ichling. Jetzt, wenn man diese Analyse, die wirklich interessante, auch wenn auch provokative Analyse anschaut und jetzt überlegt man, in welcher Gesellschaft leben wir heute, dann kommt noch ein ganz anderer Aspekt in den Blick, der auch für uns in dem gesamten Sportkontext eine ganz hohe Relevanz hat, nämlich die Mediatisierung unserer Alltagswelt. Medien, ich sehe es überall,
Handy hat heutzutage jeder. Die mobilen Medien sind ein Teil unserer Lebenswelt. Also man kann sie in der Vorlesung verbieten. Herr Fischer, Sie haben hier es auch vor sich liegen. Ich habe sie in der Tasche. Und das wackelt dann, wenn wir es ausgeschalten haben, manchmal nicht. Und so weiter. Einige habe ich vorher schon gesehen, vielleicht na, bisher langt noch keiner zum Handy, aber in der Regel bei Vorträgen versuchen es die Leute immer. Das ist ein Alltagsteil. Und wir diese digitale Kommunikation, die wirkt auch ganz stark drauf sich aus auf die Bedürfnisse. Welche Bedürfnisse haben wir beispielsweise? Und auf die Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, beispielsweise Herr Braumann, ist jetzt an seinem Rechner, ich weiß jetzt nicht, wohin er guckt, das weiß ich jetzt natürlich nicht, kann sein, er ist in seiner Welt, kann auch sein, er denkt, hey, Herr Thiel sagt interessante Sachen, da gucke ich gleich mal im Internet nach und verschaffen wir quasi Hintergrundliteratur. Und damit hat sich die gesamte gesellschaftliche Realität verändert, das heißt, die Möglichkeiten, Wissen zu kriegen, die Möglichkeiten zu kommunizieren, haben sich vollkommen verändert und damit auch die sozialräumlichen Bedingungen des Aufwachsens. Das Internet ermöglicht uns, und das genau ist dieser Punkt, reale Räume können jederzeit kommunikativ überwunden werden. Das Spannende jetzt aber dran ist was ganz anderes. Wenn Sie WhatsApp anschauen, dann sehen Sie beispielsweise bei WhatsApp, WhatsApp ist mittlerweile nicht mehr nur Schreiben. Wer macht WhatsApp von Ihnen? Okay, das sind schon relativ viele. Meine Tochter sitzt jetzt abends, oder meine Töchter sitzen abends mit dem Kopfhörer im Bett und hören WhatsApp-Nachrichten an. Dann habe ich erst geschnallt, also ich als old-fashioned und nicht mehr up-to-date Mensch, sehe dann plötzlich, hey, WhatsApp nicht, wie ich das mache, Tipps und die machen Sprachnachrichten. Jetzt ist es so, die hören dann abends die Sprachnachrichten an, die die anderen tagsüber gesagt haben. Das heißt, das ist eine vollkommen andere Art von Kommunikation und die ist im Grunde eine individuelle, ich habe das jetzt genannt, individualisierte Sozialität. Nämlich es im Grunde macht das Individuum für sich ganz alleine in sozialen Prozessen, einen Kommunikationsprozess, der aber im Gegensatz zu früher, wo wir face-to-face in Echtzeit kommuniziert haben, vollkommen der normalen Zeitstrukturen enthoben ist. Das heißt, der läuft vollkommen anders ab. Wenn wir jetzt noch Twitter dazu nehmen, wer von Ihnen macht Twitter? Das sind nicht so viele. Nur einer, das glaube ich nicht, zwei, drei. Also Twitter ist ja auch interessant. Twitter war das erste Medium, das von dialogischer Kommunikation auf eine multilogische Kommunikation umgeschaltet hat. Nämlich, als ich das zum ersten Mal vorgestellt habe, hat es noch gar keiner verstanden, was das heißt. Mittlerweile ist es für jeden gang und gäbe. Twitter ist ja so, wenn ich eine Message mache, dann schicke ich die ja an alle meine Follower und ich kriege quasi von den Followern alle Messages und die sind nicht unbedingt miteinander connected. Das heißt, ich kann irgendwas sagen und das wird vom Rezipienten, von irgendeinem Rezipienten aufgenommen und der kann daran anschließen und quasi in seiner eigenen Zeit. Und damit treffe ich spreche immer quasi mit ganz vielen Menschen gleichzeitig, die das wiederum für sich selber vollkommen in unterschiedlicher Weise auffassen, nämlich in der Art, wie ihre individualisierte, ihre eigene Lebenswelt funktioniert. Das ist eine vollkommen neue Kommunikation, die mit der dialogischen Kommunikation kaum mehr zu vergleichen ist. Und wir machen das mittlerweile vollkommen nebenbei. Jeder macht das. Und man denkt sich nicht mehr darüber nach, was heißt das eigentlich. Damit verlieren aber auch, und das muss man ganz klar sehen, und das berichten auch Lehrer an Schulen, dass soziale Aushandlungsprozesse an Relevanz verlieren. Wenn ich praktisch abends meine WhatsApp-Nachricht anhöre, muss ich nicht unbedingt dann direkt, wenn ich wie in der dialogischen Kommunikation irgendwie aushandeln, was ich will. Und was natürlich noch dazu kommt, es gibt dann quasi so neben dieser physischen Realität eine zweite virtuelle Realität mit eigenen Spielorten, mit eigenen Treffpunkten, die quasi parallel existiert. Das ist aber nicht mal der interessanteste Punkt der Mediatisierung der Welt. Wer hat gestern die FAZ gelesen? Keiner, Sie hatten alle keine Zeit. In der FAZ war gestern ein ganz interessanter Artikel. Kennt jemand den Namen Mohamed Satyani? Satyani, kennen Sie Mohamed Satyani? Der hat vor ein paar Tagen in Dortmund lief Mohamed Satyani durch die Stadt und es hunderte von Fans sprangen auf ihn zu und haben gejubelt, Mohamed Satyani, und die Polizei musste kommen und das abbrechen. Wer ist jetzt Mohamed Satyani und was kann der? Mohamed Satyani kann eigentlich nichts. Mohamed Satyani ist jemand, der quasi auf Facebook und auf Instagram einfach Videos von sich selber postet. Und er hat mittlerweile eine halbe Million an Likes
Und es steigt jetzt immer mehr und Sie müssen das angucken auf YouTube. Der erzählt irgendwas über sich, macht ein Video über irgendwas. Er hat aber, er ist ein Abiturient und schreibt dann, also nicht unbedingt in deinem allerbesten Deutsch, schreibt er halt, wie man halt so schreibt, wenn man schnell schreibt, irgendwie Messages an die Leute und dazu kommen halt die Filme. Und der ist jetzt ein Star. Und wenn Sie die Amerika gucken, ist es noch viel extremer. Miranda Sings, ich weiß nicht, ob jemand Miranda Sings kennt, das war die erste, das ist so eine Ikone, die hat ihren Mund rot angemalt, sitzt da, hat ganz viele Videos und sie erzählt irgendwas. Und wenn ich das anhöre, dann denke ich, sag mal, was erzählt die? Dann merke ich, wie es meiner Oma oder Uroma geht, als zum ersten Mal einen Fernseher geguckt hat. Also Miranda Sings erzählt irgendwas. Also über Freunde, über so ganz normale Dinge, wie wir jetzt reden würden, wenn wir nachher stehen an diesem runden Tisch. Der Witz dabei ist aber, dass das gucken wahnsinnig viele Leute, also Tyler Oakley, einer der Stars dieser Szene, der halt auch so ein bisschen redet über das Leben an sich und über irgendwie Probleme an sich, die halt dann Jugendliche betreffen, der hat, wenn man es zusammenzählt, in all seinen Videos ungefähr die Anklickraten sind im dreistelligen Millionenbereich. Im dreistelligen Millionenbereich. Andere heißen Zoella, die redet ein bisschen mehr über Beauty und die machen dann so Scherze, wie wir sie früher in der Schule gemacht haben, dass wir irgendwo dem Lehrer Wasser auf den Sitz machen oder so und der sich reinsetzt, machen die dann halt mit dem Freund, laden den Freund ein und machen ihm Wasser auf den Sitz oder so und das gucken dann 1 Million Leute und sind total begeistert. Der Witz dabei ist, das ist eine Realität, die sich jetzt für unsere Heranwachsenden etabliert, die im Grunde suggeriert, man kann erfolgreich werden, relativ schnell. Also Satyana ging 2013 in Facebook und heute ist er ein Star. Er kann nichts und ist aber ein Star. Und das heißt, und suggeriert das, die Möglichkeit des Erfolgs, ohne dass wir uns quälen müssen. Wir müssen nicht mehr lange trainieren über viele Jahre, sondern quasi wir stellen ein paar Videos ins Netz und sind Stars. Und das ist jetzt augenblicklich wirklich eine Entwicklung, die schwierig ist. Also ich sehe es an meinen eigenen Kindern, denen zu vermitteln, warum sollt ihr eigentlich lange trainieren? Warum sollt ihr lange üben? Wenn das gar nicht mehr so wichtig ist, ob man jetzt tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht rhythmischer Sportgymnastik oder so, was schon im 12-12 eine wahnsinnig hohe Trainingsfrequenz voraussetzt, dass man sich so lange quält, damit man da vielleicht mal deutscher Meister ist. Gut, was heißt das jetzt für den Spitzensport? Wenn wir den Spitzensport angucken, dann haben wir eine ganz umgekehrte Realität. Der Spitzensport setzt im Grunde auf der psychosozialen Ebene voraus, dass man quasi eine Kollektividentität entwickelt. Denn im Spitzensport ist quasi eine Voraussetzung für Erfolg, dass man sich absolut zum Spitzensportler entwickelt. In internationalen Literatur nennt man das Identity Tunnel, also Identitätstunnel. Karl Bette hat von biografischer Falle gesprochen. Das heißt, je weiter ich in Spitzensport reingehe und je erfolgreicher ich werden will, desto wichtiger wird es für mich, im Grunde Soziales abzuschneiden. Das heißt, ich muss mich immer mehr auf diesen Bereich fokussieren. Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz in hohem Maße ist eine zentrale Erfolgsbedingung für den spitzensportlichen Erfolg. Und was noch dazu kommt, ich muss sportspezifische Normstrukturen akzeptieren, die mir vielleicht in meiner Lebenswelt vollkommen fremd sind, wie zum Beispiel ein Partyverbot oder ein Handyverbot oder eine bestimmte Körperform, die ich brauche. Und es geht so weit, was wir beobachtet haben mit Astrid und unserer Gruppe, dass es auch beispielsweise, dass man in Gesundheit, in den Umgang mit Gesundheit im Spitzensport sozialisiert wird, das ist ein ewig langer Prozess, in dem ich lernen muss, im Grunde Grenzen zu überschreiten, schmerzbezogen, die ich normalerweise nie überschreiten würde, wenn ich nicht wirklich über viele Jahre dazu trainiert werde, dass ich in hohem Maße in der Lage bin, Schmerzen auszuhalten, die ein normaler Mensch nicht aushält. Also wir haben das beschrieben, das geht so weit, dass man im Grunde sein eigenes Schmerzsensorium an den Trainer abgibt, weil der einem dann irgendwann sagt, wann es zu viel ist. Und nicht mehr selber, wenn man denkt, oh, ich kann nicht mehr, mir tut alles weh, dann sagt der Trainer möglicherweise, das ist normal, mach weiter. Und nur so schafft er im Grunde eine Grenze zu überschreiten, die notwendig ist für eine Spitzenleistung. Das heißt, wir haben das jetzt mit einem Psychiater, mit einem besprochen und in der neuen Arbeit denken wir darüber nach, das über eine sekundäre kognitive Kontrolle so zu beschreiben, als dass kognitive Kontrolle an einen anderen abgegeben wird. Und das ist natürlich das totale Gegenteil als zur
Individualisierung, wie sie gesamtgesellschaftlich im Grunde dominiert. Was macht man? Wir haben ganz interessante Dinge. Also manche Sportarten machen schon ganz intuitiv im Grunde so Kompensationsstrategien. Also zum Beispiel im Turnen haben wir mal beobachtet, im Turnen, da kaufen dann die Turnerinnen, die ja wirklich sehr stark unter Druck stehen und trainieren müssen wie die Irren, kaufen dann Süßis und machen abends auf ihrem Zimmer, also ich habe noch in Erinnerung Schokopartys, also Süßigkeitenpartys, sie essen abends in ihrem Zimmer Süßis. Und das ist dann sowas wie, wenn meine Generation mit 15 Komasaufen gemacht hat, ist es bei den Turnerinnen dann quasi Süßis essen. So ganz heimlich, ich esse ein paar Süßis und ich verhalte mich dann praktisch abweichend. Und wenn Sie den Physio hören, was der sagt, es gibt schon immer eine kleine Beschaffungskriminalität. Es wird also geguckt, wo gibt es noch die Möglichkeit, was Süßes zu organisieren. Das heißt, ich mache quasi, und das ist eine ganz intelligente Strategie, im Grunde tut man etwas, was für jeden normalen Jugendlichen normal ist, als eine Normabweichung fast inszenieren. Und damit hält man möglicherweise das aus, dass man eigentlich gar nichts darf als heranwachsender Spitzensportler. Man darf eigentlich nichts, was man als Jugendlicher will, über die Stränge schlagen. Also ich quasi schlag kontrolliert in homöopathischen Dosen über die Stränge und habe die Fiktion, ich verhalte mich abweichend. Was heißt das? Im Grunde, wenn wir unsere Analysen anschauen, dann sehen wir die Stereotypen Trainererwartungen an die Athleten, also was braucht man, um erfolgreich im Spitzensport zu werden? Und die individuellen Bedürfnisse der insbesondere jungen Athleten, die kollidieren zunehmend. Wir müssen jetzt denken, wir haben es ja mit jungen Athleten zu tun, die leben ja nicht in der Parallelwelt, sondern die leben ja genau in der Welt, in der die anderen Nichtsportler auch leben. Das heißt, die sehen dann möglicherweise auch Miranda Sings und Mohamed Satiane. Das heißt, die rezipieren ja diese mediale Fiktion der Möglichkeit der maximalen Selbstverwirklichung. Die sehen Heidi Klum und dass man denkt, hey, jetzt Superstar, und sehen, worauf reagieren die Leute und worauf reagieren ihre Peers, was finden die gut. Und sie drängen natürlich auch selber auf Selbstverwirklichung. Und da ist ganz wichtig, was wir beobachtet haben in unseren Gold-Studien, dass die sportartspezifischen Körperbilder zum Beispiel, die notwendig sind, auch zunehmend in Frage gestellt werden, zum Beispiel bei Handballerinnen und Ringern. Als wir einen Vortrag gehalten haben bei Handballerinnen, kam dann auch auf, dass es schwierig ist für die jungen Handballerinnen, tatsächlich genau dieses Körperbild zu erfüllen, das man eigentlich braucht, um quasi auch einen Schutz zu haben, um tatsächlich sich durchzusetzen, auch aus gesundheitlichen Hinsicht, nicht nur aus spitzensportlicher Erfolgshinsicht. Und dass gleichzeitig aber eine Realität dominiert in den Medien, die im Grunde diesem Bild vollkommen widerspricht. Und ich muss es trotzdem akzeptieren oder ich fliege im Grunde aus dem Spitzensport raus. Wir sehen auch zunehmend, dass Niederlagenserien, also nicht Niederlagenserien machen jedem was aus, aber mit dem individuellen Weltbild sind sie zunehmend weniger vereinbar. Wenn Sie denken, ich werde als Ichling erzogen und ich denke, ich bin eigentlich der volle Superstar, obwohl ich eigentlich noch gar nichts gemacht habe, dann stellt sich die Frage, was mache ich, wenn ich auch die ganze Zeit gewonnen habe, als hochtalentiertes, hochbegabtes Kind, das alle Forderungen gekriegt haben, und plötzlich sind mal Leute, die genau auf meinem Niveau sind und ich verliere 5 bis 10 Mal hintereinander. Und das ist da gibt es relativ wenig Erfahrung mit Scheitern. Und die Folge sind natürlich häufig, was wir dann auch in Interviews mitgekriegt haben, psychische Erschöpfung oder möglicherweise Dropouts. Ebenfalls so diese Monotonie, die notwendig ist in einigen Sportarten, um erfolgreich zu sein, wird auch zunehmend, man kann sich nicht mehr so konzentrieren auf Monotonie. Und es wird zunehmend dann als auch weniger freudvoll und vor allem belastend dann auch empfunden. Was kann man daraus schließen? Wir müssen bedenken, wir erleben in einer Gesellschaft, in einer extrem alternden Gesellschaft, also das ist ein zweiter Schwerpunkt, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Unsere Gesellschaft altert so schnell, können wir gar nicht gucken, und den wenigsten ist es klar, wie stark unsere Gesellschaft altert. Wir werden in einigen Jahren tatsächlich massive Nachwuchsprobleme haben hier in Deutschland, weil es einfach nicht mehr genügend Kinder und Jugendliche gibt. Und wenn man jetzt denkt, die Ressource Athlet nimmt ab, zahlenmäßig, dann stellt sich die Frage, was müssen wir jetzt tun, um diese Begabten bei einer kleineren Ressource trotzdem bei der Stange
zu halten. Und wir gehen im Moment davon aus, dass wir nennen sie so eine Art biopsychosoziale Pflege, also die medizinische, trainingswissenschaftliche, psychologische Betreuung sind zentral relevant, aber wir brauchen im Grunde auch eine soziale Pflege, eine Berücksichtigung der Lebensräume und die erhält zunehmend mehr Bedeutung, denn wir sehen auch in unseren komplexen statistischen Analysen, dass interessanterweise in ganz vielen Zusammenhängen, zum Beispiel bei Burnout, bei der Bereitschaft, sich voll überzubelasten, bei chronischen Überlastungssyndromen, dass überall da die individualisierte Kommunikation mit dem Trainer eine Bedingung ist, ob das im Grunde negativ verläuft oder positiv, also ob es zu einem Burnout oder zu einer Burnout-Gefährdung kommt oder nicht. Das heißt, die individualisierte Kommunikation ist sehr relevant. Und was wir auch sehen aus unseren Studien, Athleten klagen tatsächlich auch über fehlende Möglichkeiten. Sie können ihre subjektive, also einige, es gibt Trainer, die achten sehr stark darauf und das sind im Grunde Vorbilder und bei denen zeigen sich die Probleme auch nicht. Viele Athleten sagen aber, ich habe keine Möglichkeit, meine Beschwerden zu kommunizieren. Ich habe keine Möglichkeit, im Grunde diese Differenz zwischen der medialen Realität und meiner spitzensportlichen Realität darüber zu sprechen, weil ich kriege da gar kein Verständnis, außer guck dir den Scheiß nicht an. Und entsprechend steuern einige Trainer dann auch psychosozial nicht individualisiert genug. Wir sehen in dem Zusammenhang, und das natürlich auch im Zusammenhang mit der Psychologie, wir brauchen dann bessere Instrumente, um so einen subjektiven Zustand dann auch zu monitoren. Und vor allem, wir müssen gucken, dass wir die Gelegenheiten zur funktionalen Abweichung, wie die Schokopartys, du wolltest mir keine gelbe Karte zeigen, ich habe noch eine Minute, dann bin ich fertig. Also, ich bin gleich fertig. Also, weil ich denke, gelbe Karte ist immer, das ist so ein Signal, da wird es mir ganz, da denke ich, ich muss gleich vom Platz. Also ich bin noch, Differenz zwischen, wir müssen quasi dann als Trainer auch gucken, wir müssen Gelegenheiten schaffen, funktionale Abweichungen zu organisieren, also dass die tatsächlich dann auch sehen, okay, wir können irgendwas machen oder wir inszenieren zumindest die Fiktion, dass auch die Spitzensport Sozialisation, eine Sozialisation ist, die nicht nur so extrem eingleisig ist, sondern tatsächlich auch eine Sozialisation ist, die zumindest so tut oder so erscheint, als ob es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die andere auch haben. Dann ist es nicht nur eine Befriedigung von Mangel. Aber was wir insgesamt sehen, wir haben zu wenig Forschung in dem Bereich und deswegen gerade über diese psychosoziale Individualisierung und ich denke, das wird zukünftig eines der relevanten Forschungsgebiete werden, neben den medizinisch-trainingswissenschaftlichen, psychologischen Aspekten. Vielen Dank.